Ein Basketball. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Was war das? Ich fürchte, Nicole will auch Kinder. Fang. Wie geil. So. Das ist abkauen. Das ist das Eichhörnchen von SpongeBob Schwammkopf. Oder ist das ein Tiger? Ach, das ist ein Tiger. Alien Hands. Wow. Zeichnet eure eigenen Alien Hands und lasst sie in den Kommentaren sehen. Oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Die Aufführung ist vorbei. Hat euch das keiner gesagt? Dann fühle ich mich wohl verpflichtet. Und jetzt? Ach, hinter die Bühne. Schauen wir mal hinter die Kulissen von Dead Space. Aha. Das dürfte funktionieren. Es hat funktioniert. Ohne Kopf kannst du nicht spucken. Hör auf, spucken zu wollen. Pissnelke. So, meine lieben Kinder. Elmo muss jetzt leider nach Hause gehen. Hey, Isaac, runter von der Bühne. Ich kann tanzen. La 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 la. Was ist das? Ob das weh tut? Uncool. Nur Amateure in den Bühnen. Nur Amateure. Na, wollen wir mal. Mal ein bisschen Rockmusik rein. Aber gerade so. Das war weniger gut. Aus! Au! Oh, Mist. Was zur Hölle? Geh weg! Nicht in diesem Ton, Junge!
Gebäude hier weg. Schleffer. Fertig jetzt. Mit dem Affentheater. Alter Lade. Ach, das war so ein Straßending. Okay. Der Papa hat nein gesagt. So, wer mag eine Runde Ball spielen? Schon blöd, wenn man im Bug hängen bleibt, ne? So. Das große Sammeln. Haben wir auch alles nachgeladen, was man nachladen kann? Das ist eigentlich die wichtigste hier. Dann wollen wir mal. So, ich bin's, der Papa. Papa Isaac. Das ist einfach nur verschlossen. Oder dabei jemand schnell sauber gemacht. Okay, da müssen wir rein. Nicht gut. Party's over, bitches. Ich muss da raus, oder? Schon schön. Flammenwerfer! Das ist doch mal schön. So. Textlog. Lehrerbericht, dritter Semester. 381-3. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse ist inzwischen schwul oder hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihre verstorbene Großmutter oder so. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf dem stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Bulle, Lehrer, zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist es ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semester stetig gesunken ist. In Love, Walter Blake, Bildungsdozent und Ex-Bulle für die 3. Klasse. Nicht schlecht, Mr. Blake. Da. Oh, wie geil! Och ja. Oh oh. Läuft nicht durch immer noch? Hast du Angst, du schneidest dir die Pulse an, wenn du mir zuhörst? Ich höre mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann,
Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du wirst nie wieder auf dein Herz hören. Okay. Also ganz cool, wir machen das schon. Tja, da haben wohl ein paar Kinder zu Ei gespielt. Ich habe ihnen jedes Mal gesagt, sie sollen Räuber und Gendarme nicht so ernst nehmen. Es ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Da 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 da. Und Icy? Alles klar. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden. Was erkennt sie? Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich trau ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten, aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Okay, wenigstens ist er jetzt in Sicherheit. Immerhin etwas. Und Isaac, sonst alles klar? Cool. Wird mal Zeit wieder für einen neuen Anzug. Rechts oder links? Schinken oder Käse? Okay. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht bärenmäßig nach einer Zwischensequenz aus. Gucken, dass alles nachgeladen ist. War ja klar. So, dann tun wir mal speichern. Ja. Und dann gucken wir doch mal. Ah! Oh, nichts passiert. Oh, scheiße. Isaac, wir sind hier drüben. Ach, kommen da. Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. Ein Nerd. Wie geil. Na, klasse. Scheiße. Es ist dunkel. Ach was. Im Dunkeln wird er mich finden. Klasse. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Stross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, dass Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Oh. Heilige Scheiße! Isaac, es kommt zu Ihnen! Was? Wow, heilige Scheiße! Den Freddy kennen wir ja. Mist! Oh. Mist.